Moin und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video und heute machen wir uns richtig schmutzig. Das heißt zwar immer, auf die Größe kommt es nicht an, aber manchmal eben doch. Richtige Maschine hier. Ja, fast 50 Tonnen Zuladung. Fährt sich wie ein Kinderwagen. Grandios. Einfach mal ein Haus durch die Gegend bewegen. Das fahrende Haus, das mich so begeistert, hört auf den etwas sperrigen Namen Caterpillar 772G. Dahinter verbirgt sich ein waschechter Schwerkraftwagen, kurz SKW. Die gewaltige Zuladung bewegt er mit 600 PS aus 18,1 Liter Hubraum verteilt auf 6 Zylinder. Und das bei einem Leergewicht von rund 35 Tonnen. Höchstgeschwindigkeit? Unglaubliche 80 km/h. Nicht weniger beeindruckend ist auch der Umgang der Fahrer mit ihrem Gerät. Der gesamte Innenraum ist immer blitzblank. Wer einsteigen will, muss Hausschuhe tragen. In Beckum arbeiten derzeit zwei dieser Schwermaschinen und die hören auf die Namen Atlas und Titan. Bei ihrer Schwerstarbeit verbrauchen die beiden nur 22 Liter Diesel pro Stunde und erfüllen dabei auch noch die Euro 4 Norm. Weder Atlas noch Titan beladen sich von alleine und natürlich geht es hier rustikal weiter. Nicht nur mit dem guten Lader 4x4, nein, jetzt wären wir noch eine Nummer größer, weil irgendwie müssen wir die guten SKWs ja auch beladen. Und was nimmt man besser für einen 50 Tonnen ladenden LKW als einen Bagger, der 25 Tonnen in eine Schaufel packen kann? Schauen wir es uns doch mal an. Tja, von hier könnte man fast meinen, dass normaler Bagger ist, aber gucken wir es uns mal aus der Nähe an. Das Ding ist so groß wie ein Haus. Ganz offensichtlich ist hier alles ein bisschen größer und statt einer Motorhaube gibt es einfach eine Eingangstür für den Triebwerksraum. Und warum? Ein Bagger, der 300 Tonnen Leergewicht hat und in jeder einzelne Schaufel 25 Tonnen Gestein bringt, braucht natürlich auch einen ordentlichen Antrieb. Und dafür gibt es einen 27 Liter V12 auf der linken Seite und auf der rechten das gleiche nochmal. 1550 PS hat das Ding an Gesamtleistung, nur um das Hydrauliksystem zu bedienen. Schauen wir mal rein. Jetzt wird es aber Zeit, das Monster in Aktion zu erleben.
Ich steige die lange Treppe zum Führerstand empor und nehme Platz. Eine kurze Erklärung reicht bereits, um einen Überblick zu erhalten. Auf Knopfdruck erwachen die beiden Motoren kaum wahrnehmbar zum Leben. Und dann bedient sich der Gigant fast so einfach wie ein Minibagger. Obwohl er mit der 10 Kubikmeter fassenden Schaufel bis zu 25 Tonnen Material aus der Wand reißt, lässt sich der Caterpillar 6030 absolut präzise dirigieren. Das ist auch nötig, denn wenn die SKWs auf ihre Ladung warten, darf nichts schiefgehen. Der Eindruck in der bequemen Kabine mag zunächst täuschen, aber die Baggerführer verrichten hier oben tagtäglich Schwerstarbeit. Die Erschütterungen gehen durch Mark und Bein. Und schon eine kleine Unachtsamkeit könnte katastrophale Folgen haben. Ganz im Ernst, diese riesigen Maschinen sind natürlich absolut faszinierend und sie machen auch mega viel Spaß. Aber das ist ja nicht ihr Zweck. Die Dinger malochen hier jeden Tag, weil in Deutschland jährlich etwa 27,5 Millionen Tonnen Zement benötigt werden. Und davon werden in diesem Steinbruch hier in Beckum rund 1 Million Tonnen hergestellt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, bei den Größenordnungen, wie lange, wie oft die Maschinen hier zu Werke gehen müssen. Nun ja, damit sind wir wieder am Ende. Es war mir eine Freude. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Daher, in diesem Sinne, ich melde mich ab. Horrido!